So, herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn, zum Regen in Horizon Zero Dawn. Ich glaube, ich bin sicher. Ich glaube, ich bin sicher, sagt sie. Na toll. Wir haben das letzte Mal hier die dritte Trophäe für den Sägezahn bekommen. Und jetzt habe ich die falsche Quest ausgewählt, sehe ich hier gerade. Ich muss doch hier Tutorials, das hier. Ich muss noch zwei Maschinenplatten abschießen mit meinem Bogen. Hier kann ich leider nichts mehr machen. Hier fehlen mir diese Lohe oder was das ist. Aber der Sägezahn ist tot und das ist wichtig. Ich muss keine Sägezähne mehr töten. Ne? Und ich wollte mir hier die Blume holen, aber da ist mir ziemlich viel in die Quere gekommen, gerade an Getiers. Oder an Maschinen eher. Was lag hier gerade? Was habe ich hier gesehen? Ah ne, das war nur eine Reflexion vom Wasser. Eine noch, komm schon. Yes, geschafft. Und der ist auch tot. Sehr schön. Und da liegt wieder was, cool. Da liegt wieder irgendwas. So, ganz kurz. Jetzt gucken wir, was wir noch machen müssen. Haben wir noch ein Tutorial offen? Schatten. Also das mit der Sprengschleuder, das lasse ich erstmal, habe ich ja gesagt. Katscha-Scharfschützenbogen, den habe ich, glaube ich, schon verkauft. Ich habe keinen Katscha-Scharfschützenbogen mehr. Das ist der Schatten-Scharfschützenbogen. Ich guck mal kurz im Inventar. Waffen. Ups. Waffen, genau. Katscha-Stolperfalle. Also, habe ich nicht mehr. Habe ich nicht mehr, kann ich also im Moment nicht abschließen. Muss ich mir erst die Waffe wieder kaufen, schätze ich mal. Aber wir können noch das hier machen. Und zwar den, Schatten-Scharfschützenbogen. Schieße Elementbehälter mit Beuten ab. Wie Lohe, Kühlser, mit Beutepfeilen ab. Okay, das nehmen wir mal. Beutepfeile ist das hier, ne? Beutepfeil, genau. So. Metallblume haben wir wieder. Okay. Da gibt es verdammt viele. Gibt es hier noch irgendwelche Blumen? Hier ist noch mal was. Altes Gefäß. Dann machen wir doch mal, würde ich sagen, hier dieses Eck noch fertig. Na? Ich habe immer noch keine Ahnung, was mir hier das Panorama bringt. Ob ich das... Oh, hier, das hier ist auch gut. Das hier ist auch gut. Da gehen wir mal hin. Da kann ich bestimmt die Behälter abschießen. Mit dem Beutepfeil. Ha! Gebrochen. Geil. Ich mag das. Das macht so Spaß, die Wildtiere hier abzuschießen. Ein Waschbär mit fettem Fleisch. Yeah. Sehr cool. Das Wetter ist halt unter aller Kanone gerade. Hier ist nochmal ein Lagerfeuer. Das ist auch schön. Was haben wir hier? Noch Heilzeug, Heilkräuter? Nee, leider nein. Graser. Okay. Na, gucken wir mal, wo unsere Graser sind. Da hinten. Ein Graser. Zwei. Drei Graser. Oh Gott. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, der ist schon wieder weg, ne? Okay, dann schleichen wir uns mal die Graser ran und machen die platt. Jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich die richtigen Pfeile ausgerüstet? Nein, habe ich natürlich nicht. Ah, das war's schon. Cool. Du siehst mich nicht. Okay, Aloy. Und jetzt? Wie und jetzt? Jetzt haut der eher. Ist doch wurscht. Ja. So. Nehmen wir den wieder und dann geht's zum nächsten Graser. Wo sind die hin? Sind abgehauen. Gut. Das finden wir schon. Das geht, glaube ich, recht fix jetzt hier. Nur noch so ein Graserchen finden und dann passt das doch, ne?
Graserlinse. Und die sind irgendwo nach rechts gelaufen. Da gehe ich gleich mal hin. Und dann ist doch gut. Da hinten sind sie doch schon wieder. Oh, guck mal, hier ist ein Haufen Zeugs. Noch ein Häschen. Hier ist auch noch ein Häschen. Ah, ne, Truthahn. Gut. Häutepfeil. So. Wo sind die Graser? Ja, hier, guck. Und zack, drauf. Habe ich die richtigen Pfeile? Jawohl. Und zack, beendet. Super. So, ich will eigentlich nur noch die Hasen töten und so. Oh, da ist was anderes. Plünderer, ne? Nein, das wollte ich nicht. Schon, Junge. Sag, du bist tot. Du auch gleich. Sag. Ah, das macht so Fun einfach nur. Ja, diese 6% Spule brauche ich auch nicht wirklich. Ich müsste echt mal die ganzen grünen Spulen verkaufen, weil die sind so unnötig. Logo gefunden, das ist cool. So. Haben wir ja alles, ne? Also die mache ich jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt mal wieder ein bisschen Quests heute. Da können wir ja immer hingehen und die Sachen hier suchen, ne? Das ist ja gar kein Problem. So, jetzt gucken wir mal, was es an Quests gibt. Und zwar würde ich sagen, der Auftrag, ja gut, das machen wir also, wenn wir halt welche sehen, ne? Wenn wir halt welche sehen. Zwei Verwüster brauchen wir und einen Pirscher. Also das machen wir, wenn wir welche sehen einfach und fertig. Und sonst haben wir nichts mehr. Dieses Dings hier habe ich abgeschlossen, dieses Jagdgebiet. Das heißt, welche machen wir denn hier weiter? Ich werde erstmal die machen. Aloy untersucht die Ruinen des US-Roboter-Kommandos, um mehr über Projekt Zero Dawn herauszufinden. Wenn sie die Waffen findet, mit denen Elizabeth Sobeck die damalige Roboterplage bekämpft hat, kann sie sie vielleicht ersetzen, selbst einsetzen. Und das hier, Osram Kriegsherr Derwal hat Ersa entführt und gefoltert, die später an ihren Verletzungen starb. Das haben wir gesehen, ne? Das war oben, wo auch diese Maschinen gefangen waren. Jetzt ist sie auf dem Weg nach Meridian, um sich an Katscha zu rächen. Jetzt ist er, nicht sie. Muss um jeden Preis aufgehalten werden. Boah, ich glaube, ich mache erstmal das weiter. Ich glaube, das ist so die Nebenhauptquest. Ich glaube, ich mache erstmal das hier. Ab zum Sonnenpalast in Meridian. Dann machen wir das doch mal. Wir können ja endlos porten. Das ist ja geil. Guck mal, wie viel Zeugs ich hier noch erfahren muss. Hier ist auch so ein Panorama-Dings, ne? Ich habe keine Ahnung, ob man da irgendwas machen kann. Weil hier, wenn man hier mal im Notizbuch guckt, Sammelobjekte. Guck doch! Hier sind die Panoramas. Die an aus der antiken vergangene erhaltene Daten, die an Aussichtspunkten in der ganzen Welt gefunden werden können. Ich war da vorhin, ich habe keins gefunden. Also bei euch vor letzter oder vorletzte Folge. Ich habe keine Ahnung. Gut, wir gehen nach Meridian. Da gibt es eh noch einen Haufen Quests. Vielleicht sind die auch in unserer Stufe. Und dann können wir die mal mitmachen. Das wäre ja cool. So. Ups. Ab zum Lagerfeuer. Jawohl, da reisen wir hin. Ich trinke einen Schluck. Nein, ich habe kein Trinken mehr hier. Und die Folge geht erst 10 Minuten.
Aber die mache ich noch für euch fertig. Ist kein Problem. Ich finde ja dieses Touchpad hier an dem Blazy Gamepad richtig, richtig geil. Das ist richtig cool. Ich hoffe, dass der Sound gut ist bei der Folge. Licht sollte in Ordnung sein. Ich habe mich ein bisschen abgedunkelt. Ich habe hier vorne kein Frontlicht mehr für die PlayStation-Aufnahme. Erstens, weil es mich blendet. Zweitens, weil ich ziemlich hell dann wirke, wenn ich genau da reingucke. Deswegen habe ich das weggelassen. Und ich hoffe, dass der Ladebook-Screen bald vorbei ist, denn ich habe keine Ahnung mehr, was ich erzählen soll. So. Sollte aber echt gleich vorbei sein. Da wäre ich auch hingeritten. In der Zeit. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, wir müssen auf dem Handy was an. Boah. Hallo, Ladescreen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, wenn es geht, vermeiden für YouTube-Aufnahmen Ladescreens. So. Okay. Wir gehen erstmal die Hauptquest weitermachen. Ja, ich bin falsch. Und irgendein Händler? Händler Jagdbedarf. Gefäßsammelobjekte. Jagdbedarf. Da will ich jetzt erstmal ein bisschen was verkaufen. Hallo, lass mich mal zu dem hier. Genau. Verkaufen. So. Kaufen gegen Metallscherben. Cool, ne? Haben wir wieder ein bisschen Kohle dann, hoffentlich. Machen wir mal einzeln hier. Zeugs braucht man halt vielleicht alles nochmal irgendwann. Okay, mehr habe ich jetzt hier nicht. Modifikationen wollte ich verkaufen. Hier die ganzen grünen, kannst du alles verkaufen, ne? Braucht kein Mensch mehr. Wir haben auch schon blaue. Oh, haben wir blaue Verderbnis? Ach, scheiß drauf. Ich verkaufe die alle. Ich habe mittlerweile auch so viele lila, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich die alle einsetzen soll. Das ist ja Wahnsinn. So. Das kann ich nicht verkaufen, ne? So, dann können wir mal gucken. Ich habe nur 1200. So, gut. Das reicht erstmal. Jetzt müssen wir hier oben hin, ne? So. Begib dich zum Sonnenpalast in Viridian. Das machen wir. Ich finde das schön mit der Questverfolgung. Meistens stimmt die auch, ne? Hier auf der Map, oben auf dem Dingenskirchen, sondern hier direkt mitten, direkt über meinem Kopf. Das stimmt meistens. Ich sollte dort draußen Maschinen jagen und rede mit Avat. Mach ich. Cool, dass die mich jetzt alle schon durchlassen, ne? Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Schön, dass du da bist. Das ist so schrecklich mit Ersa.
dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derval suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht Derval, sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derval es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derval mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst, das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Boah, was nehmen wir da? Sie dachte an euch. Ja, das ist ja alles scheiße, ne? Sie dachte an euch. Eigentlich hat es ja gar nicht gestimmt. Die hat ja, glaube ich, nicht... Doch, die hat doch gesagt... Irgendwas hat sie doch gesagt. Ja, komm, dann nehmen wir das. Das ist ja fair. Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Aloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Finde Derval und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Dann machen wir. Bei jedem kann ich noch was scannen. Scannte Glyphenbuch. Eine Aufzeichnung auf sonnengebleichtem Pergament. Die Glyphen sind mit Gold verziert. Chroniken des Sonnenkönigs. Ne. Das ist mir zu viel Stuff. Das muss nett sein, ne? So, begib dich zum Lagerhaus. Wo ist das denn? Ach, hier hinten direkt. Na, cool. Hier in der Stadt? Der ist doch aber nicht in der Stadt jetzt. Kann mir doch keiner erzählen, dass er jetzt hier in der Stadt ist. Das wäre ja schon sehr dreist, ne? Wir haben immer noch dieses komische Teil hier nicht. Können wir aber beim Händler einkaufen noch. Das habe ich schon. Hallo, lass mich mal durch hier, danke. Lass uns drüber reden. Zum Glück wird Aloy beim Laufen nicht müde. Vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Da sind wir. Dies ist das Haus. Bist du da, Derval? Überraschungsbesuch. Eher nicht, oder? War da ein Strick? Was ist das? Bomben. Oder er hat eine Bomben. Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los. Und jetzt?
Okay. Lohe untersuchen. Lohe? Sie muss da oben irgendwo auslaufen. Da oben? Ach, hier geht's hoch. Ah, guck mal einer an. Hier. Wie nicht jetzt? Das ist viel Lohe. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt jawohl, verhindern. Wie machen wir das? Ach, jetzt kann ich sie inspizieren. Okay. Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Schuss die Lohe aus dem Fenster. Okay. Ich bleib jetzt mal hier, ne? Hilf mir, das muss raus. Okay. Hohe Gewalt. So sieht's aus und saufen. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Okay. Gab's keine andere Möglichkeit, das zu lösen? Geschafft. Der war als beste Chance. Und der Radian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagt, der Abad soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Untersuche das Gebiet. Stiefelspuren. Mit ein wenig Lohe darin. Folge der Spur. Das machen wir. Kann ich euch vielleicht für eine Lukas. Oh, hier wäre eine Quest. Ach nee, doch nicht. Stiefelspuren. Doch nicht etwa von der Wahl. Es gibt nichts Schöneres als den Ausblick. Was ist passiert? Drink in der so einen Knall habe ich seit der Befreiung nicht mehr gehört. Hier, ganz kurz noch. Ah, du bist zurück. Metallblumen? Nein, Metallblumen habe ich nicht. Auf Wiedersehen, edle Nora. Mit dem kann ich auch normal handeln. Ich möchte mit dir über... Hallöchen. Ah. Brauche ich 10 Stück, okay. Die habe ich schon alle im Inventar, ne? Da sieht man an diesem kleinen Teil daneben dran. Tschüss. Ich freue mich, können wir einen Moment über die so, weiter, der Wal hinterher, ne? Der Wal hinterher. Nicht der Wal, der Wal. Okay. Vom Rand des Berges steigt Rauch auf. Werden wir angegriffen? Die Spur führt hinein. Noch eins von der Wals verstecken? Folge der Spur. Wohin dann? Hier rein? Hier geht's nicht weiter. Ist die Spur zu Ende? Ach, hier geht's weiter runter. Hier muss der Wal den Zünder zusammengebaut haben. Oh, oh nein. Er hat die Wand durchbrochen. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. Krass. Hier hoch oder was? Hier außenrum? Krasser Junge, ne? Jetzt hat er mich gesehen. Der Wal.
auch nicht. Scheiße, jetzt kommt bestimmt Kletter-Action. Natürlich kommt Kletter-Action. Muss ich darüber springen? Oder da dran? Fuck. Muss ich hier nochmal hoch? Oder muss ich jetzt... Doch, hier komme ich hoch. Okay. Ich habe gedacht, ich kann mich da an das Teil, an den Seitenteil festhalten, noch an der Wand. Da, genau. Hallo, Nu? Hä? Wo geht's hin? Ja. Nee! Gott, der geht nirgends hin, ne? Da muss ich runter. Hier sterbe ich. Ist hier irgendwas? Warum kann man eigentlich hier runter? Ich verstehe es noch nicht ganz, was mir das jetzt bringt. Weil hier passiert nichts mehr. Also ich komme hier nicht hoch. Muss ich hier ganz rüber? Weil da drüben sind wieder Teile zum Festhalten. Ach, da kann ich. Keinen Plan. Keinen Plan. Scheiße. Das ist blöd, ne? Ach, guck, hier ist nichts sonst. Oh ja, der Pfeil zeigt schon hier hin, ne? Ich muss hier unten entlang. Ups. So, aber wo hier hin? Das ist ja ein bisschen scheiße gemacht, ne? Aber warum sind dann unten die Teile zum Festhalten? Das ist auch selten dämlich, ne? Ich würde zu gern den Sonnengott auf Knien sehen. Hör auf zu nörgeln, Mann. Sehr nützlich. Wer muss hinten sichern? Sicher, du. Schlag doch zu! Oh, die halten drei Schläge aus, cool. Begib dich zum Wintergarten. Das machen wir das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.